So, gleich geht's los. Real Madrid gegen Bayern München. Champions League Halbfinal Rückspiel. Hinspiel hat ja Madrid 2-1 in München gewonnen. Jetzt die Revanche der Bayern. Also meine Tipps für heute Abend, um das nochmal hier ein bisschen attraktiver zu machen, muss man natürlich drauf wetten. Bayern gewinnt. Beste Quote gibt es bei Marathonbet. Das ist aber ein Anbieter, da habe ich kein Konto. Hier bei Pinnacle oder bei Einmalbet eine 2,8er Quote, wobei bei Einmalbet die Quote auch schon wieder ein bisschen gefallen ist auf Bayern. Ich habe ja auch mal gesehen, so ein Tutorial über Dropping Odds, also wie die Quotenentwicklung so ist. Als der Kurs eröffnet wurde, war die Quote von 3,28 auf Bayern und die ist immer mehr gefallen. Jetzt ist sie bei 2,86. Jetzt ist sie gerade wieder gestiegen zum Mindest hier bei Five Dimes. Das ist immer so ein Indikator, dieses Five Dimes. Also jedenfalls wesentlich niedriger als die Anfangsquote. Und bei Pinnacle sieht es ähnlich aus. 3,32 war Pinnacle am Anfang und jetzt ist es ungefähr 0,5 drunter. Was der Sieg von Real angeht, da war erst die Quote bei 1,9 und die ist jetzt gestiegen auf 2,35. Also das würde schon dafür sprechen, dass die meisten darauf gesetzt haben, dass Bayern eben hier dieses Spiel gewinnt. Und ich ja, bin der Meinung, Bayern hat im Hinspiel besser gespielt als Real und hätte gewinnen müssen können. Wie auch immer, sie haben es nicht, egal. Sie werden aber jetzt hier dieses Rückspiel gewinnen. Und deswegen der erste Tipp ganz lapidar, dass Bayern hier gewinnt. Sucht euch euren Buchmacher eures Vertrauens raus. Und dann sehen wir weiter. Was man noch tippen könnte in diesem Spiel, dass man nur mit Asian Handicap an die Sache rangeht. Spiele ich immer gerne. Asian Handicap 0 bedeutet, sollte es ein Unentschieden geben, gibt es das Geld zurück. Und hier sieht es ähnlich attraktiv aus. Wenn man die Quoten von Pinnacle, dem größten Wettanbieter der Welt, anschaut, am Anfang war die Quote bei Pinnacle bei 2,49. Jetzt ist sie nur noch bei 2,15. Also hier auch extrem gefallen. Die Realquote bei 1,59 jetzt auf 1,81 gestiegen. Also die meisten Tipster dieser Welt setzen auf Bayern, würde das heißen. Und so mache ich das natürlich auch. Asian Handicap 0 auf Bayern bei unentschieden Geld zurück. Da kann man auch meiner Meinung nach einen höheren Einsatz bringen. Natürlich immer im Rahmen der Bankroll. Immer maximal vielleicht ein Zehntel der Bankroll bei solchen Zuckerspielen, wo man jetzt wirklich was reißen will oder auch nicht, weil einer hat letztens gemeint, er will seinen Monatslohn oder die Hälfte seines Monatslohns setzen. Sowas ist zu viel. Leute, übertreibt es nicht. Kein Spiel der Welt ist so sicher, dass man sowas machen könnte. Und das sowieso nicht. Also Real Madrid ist ja jetzt keine Amateurmannschaft, sondern schon ja, irgendwo auch der Titelverteidiger. Was könnte man noch machen? Wer sich qualifiziert, ist natürlich auch sehr attraktiv, denn wenn Bayern das Spiel gewinnt, dann wollen die natürlich auch weiterkommen. Ob das jetzt nach der regulären Spielzeit direkt mit einem 2-0, 3-1, 4-2 oder wie auch immer ist, oder ob es 3-2 würde ihnen auch reichen, oder? Zwei Auswärtstore, stimmt. Und von daher ja, gibt es da relativ viele Optionen, wie Bayern weiterkommen kann. Und hier ebenfalls die Quote extrem gesunken um 0,5 insgesamt bei Five Dimes. Und dann würde ich hier auch nochmal einen kleineren Einsatz riskieren, dass Bayern hier weiterkommt. Und wenn man hier die User Predictions ansieht, wer weiterkommt, setzen hier plötzlich 67% auf Bayern. Okay, diese Wette geben nicht viele Leute ab. Aber es ist ja schon mal ein sehr interessanter Hinweis, was die Leute so denken. Also im Endeffekt korrekt Score. 2-0 für Real. Wo ist die geringste Quote?
die Buchmacher, die wissen ja schon, wie es ausgeht. Das ist ja albern immer. Hier, die sehen hier viel Geld bei einem 1-1 oder wenig Geld gibt es für ein 1-1. Das ist natürlich ein realistisches Ergebnis. Von daher, wenn man auf, was habe ich gesagt, Asian Handicap 0 setzt, bekommt man da das Geld wieder zurück. Zweitrealistischstes Ergebnis 2-1 für Real. Okay, da haben die das Hinspiel irgendwie gesehen und gedacht, das wäre irgendwie von zurück in die Zukunft. Aber Bayern 2-1 gibt dann die zweitbeste Quote mit 10 oder die drittbeste. 1-1, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen zu niedrig. Bayern hat im Hinspiel schon gezeigt, dass sie viele Chancen hatten. In Madrid werden sie zwar wahrscheinlich nicht so viele kriegen, aber 1-1, ich denke eher, es fallen mehr als 2,5 Tore. Da könnte man dann nochmal Over-Under-Wetten machen. Die sehe ich jetzt hier allerdings nicht. Und, naja, so Live-Wetten ist es hier der Fall. Over, ja, da gibt es auch nicht viel. Also das widerspricht sich hier ein bisschen. Erstens sagen sie, die beste Quote auf Ergebnis wäre 1-1, aber Over 2,5 gibt nur eine miserable Quote von 1,38. Naja, egal, ich werde jetzt hier nicht mehr weiter verfolgen. Ich wünsche euch einen schönen Fußballabend und vielleicht gibt es in der Halbzeit schon ein kurzes Fazit. Und am Ende, ja, drücken wir halt alle Bayern die Daumen, dann wird das schon.